Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. In dieser Ausgabe sind wir mit dem 7er Golf R unterwegs und ja, ich habe mir einfach gedacht, wir waren jetzt ganz schön viel in der Super Saloon Klasse unterwegs, also in der Limousinen- und Sport Coupé Klasse, aber so die Hot Hatches haben wir eigentlich nur bis auf den Anfang mit dem Ford Focus RS eigentlich gar nicht so richtig angeguckt. Das ist ja eigentlich auch eine ganz coole Klasse und vor allem da VW wieder in einem Horizon Teil dabei ist, nachdem sie ja im dritten Teil nicht dabei war, habe ich mir gedacht, ja, dann nehmen wir doch mal den ja neuesten Golf, den wir zumindest mal im Spiel haben, nämlich eben den 7er R, und fahren wir damit ein bisschen durch die Gegend. Ich würde sagen, erstmal so ein bisschen in der Serie und dann werden wir den natürlich auch nochmal ein bisschen tunen und gucken, was da so geht. Das englische Wetter haben wir ja auch schon mal mitgebracht. Das ist ja schon mal super toll. So, ja, aktuell läuft da schon wieder ein Forza-Ton. Der interessiert uns aber nicht, aber ich glaube auch mal ganz ehrlich, ich gehe jetzt einfach an der Stelle schon mal direkt wieder in den Einzelspieler-Modus. Zumal da ja auch, wie schon meine Theorie ist, dass da vielleicht ein bisschen mehr Verkehr ist. Wir brauchen ja dieses Horizon-Live-Ding jetzt hier nicht gerade unbedingt. Und ja, ich habe mir gedacht, eben jetzt fahren wir ein bisschen mal in dieser Hot Hatch-Klasse. Ich habe auch, muss ich wirklich sagen, ich habe zwischen zwei Fahrzeugen mich so ein bisschen hin und her entschieden, ob ich jetzt den Golf nehmen soll oder was anderes. Aber das andere sage ich jetzt mal noch nicht. Ja, lasst mich überraschen. Ja, will noch nichts anteasern. Das wird, denke ich, dann auch demnächst mal noch kommen. Nicht heute, aber vielleicht morgen in der Morgen oder übermorgen in der Folge oder so. Also da ist auch nochmal ein Fahrzeug, was in die Hot Hatch-Klasse zählt. Vielleicht nicht in die Super Hot Hatch-Klasse, aber in die Hot Hatch-Klasse. Da ist auf jeden Fall auch noch ein Fahrzeug, was ich unbedingt mal noch fahren möchte. Und sicherlich auch richtig gut Laune macht. So, und jetzt fahren wir da erstmal ein bisschen. Ich weiß nicht, sollen wir sogar ein Rennen mal probieren im Seriengolf? Das können wir eigentlich machen, oder? Gleich mal ein bisschen Rennaction. Gucken wir mal. Aber ich glaube, hier unten haben wir, glaube ich, groß gar keine Rennen mehr. Ich mache mal ganz kurz hier hier Filter. Machen wir ganz kurz mal Straßenszene. Und ich muss gerade mal gucken. Jetzt bin ich blind. Da, Straßenrennserie ist da oben. Haben wir sonst noch irgendwas? Gibt ganz schön viel, was man machen kann. Scheunenfunde, Festivalgelände, Spielerhäuser. Ja gut, sowas kann man auch noch dazu machen. Ja, ich glaube, das passt erstmal. Und dann gucken wir doch mal, ob da irgendwo was ist, wo ich sagen würde, jawohl, das können wir auf jeden Fall mal machen. Das haben wir abgeschlossen. Das gucke ich gerade mal. Das Kolossus haben wir ja auch gemacht gestern schon. Und da haben wir noch was Neues, weil ich würde ganz gerne auch ein paar neue Veranstaltungen machen. Machen wir mal, ja, hier oben, oder? Das Mortimer's Pass. Dann fahren wir doch da mal hin. Und gucken mal, was der Seriengolf da so leistet. Ja, ich meine, VW Golf ist, glaube ich, richtig typisch deutsches Auto. Also ich denke, die Absatzzahlen im Ausland beim Golf sind bestimmt auch nicht schlecht. Aber ich glaube, in Deutschland sind die extrem und boah, ist der untersteuernd. Also ich bin jetzt, ich habe es nicht damit gerechnet, dass ich hier so krass hier das Auto in die Wand setze. So. Und weiter geht's. Nichts hält ein Golf auf. Aber ja, nee, also wie gesagt, ich glaube Deutschland, das ist schon, da ist Golf schon so, ja, eins der Standardautos schlechthin. Jetzt vielleicht nicht unbedingt den Golf R, aber also allgemein Golf sieht man schon relativ oft auf den Straßen. Sorry. Das sind drei Vatare. Ja, man erkennt eigentlich auch immer sofort an der Minikarte, ob es drei Vatare sind oder ob es entsprechend echte Spieler wären. Einfach nicht nur am Level der Leute, sondern auch unten auf der Minimap, wenn da eben dieses Drivatar-Symbol einfach auftaucht, dann sind es alles drei Vatare. Ihr merkt, ja, es ist deutlich mehr Verkehr dann dadurch. Ja, ich selbst muss sagen, es gibt ja, glaube ich, so die Menschen. Also ich fange jetzt voll mit den Glaubensfragen an hier, aber ich glaube, es gibt so die Menschen, die sagen so, jawohl, Golf. Und es gibt, glaube ich, so Leute, die sagen, nee, kein Golf. Und ich bin eher tatsächlich, muss ich einfach so anfangen, ich bin ja nur ehrlich zu euch, ich bin eher ein kein Golf-Typ. So. Also ich würde, glaube ich, in der Hot Hatch-Klasse eher ja einen Fokus, den wir ja am Anfang des Let's Plays ausgewählt haben, nehmen. Oder was gibt's denn da noch? Seat zum Beispiel, ne? Ist ja eigentlich auch VAG, aber irgendwie ist Seat oder so gefallen mir optisch irgendwie besser. Golf ist schon wirklich so eine ganz eigene Philosophie, nenne ich es jetzt einfach mal. Also ich habe nichts gegen Golf, das will ich damit jetzt auch nur sagen, nur ich würde wahrscheinlich andere Fahrzeuge in der Klasse eher vorziehen. Aber, ja, ist auch egal, ja? Wir haben jetzt trotzdem Spaß mit dem Fahrzeug. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Leute hier auf dem Kanal, die eben zu den Golf-Liebhabern gehören und auch natürlich auch zu den VW-Liebhabern gehören. Und deswegen
möchte ich euch natürlich auch jetzt eine coole Folge bieten. Deswegen habe ich es auch gewählt. Ja. Und kein anderes Hot Hatch Fahrzeug oder so. Wie gesagt, Auswahl haben wir gute hier. RS3 haben wir, A-Klasse haben wir. Ja. Opel Astra gibt es ja auch noch. Oder Vauxhall Astra und. Dann eben die ganzen Focus RS haben wir ja die ganzen zur Auswahl. Also da ist schon einiges verfügbar. So ist es ja nicht. Und jetzt gucken wir mal, was der böse Golf so leisten kann. Ich bin mal sehr gespannt. Wir starten das Ganze. Okay, es fährt auf jeden Fall ein Transit mit. Na dann. Den lassen wir erstmal stehen jetzt. Aber mal gucken, wie wir in der Serie so klarkommen. Bin mal sehr, sehr, sehr gespannt. Und dann werden wir das Ding natürlich ein bisschen tunen. Auch gucken, also wie gesagt, stellenweise, gerade auf der Bremse, kommt er mir sehr untersteuernd drüber. Jetzt hier beim Beschleunigen und so und durch die Kurve fahren jetzt erstmal, passt das alles erstmal. Ja, das war ein bisschen jetzt zu schnell hier rein. Aber ich krieg's abgefangen, gut. Hat mir jetzt ein bisschen Schwung hier oben rausgekostet. Und natürlich ist der Transit hier auch wieder voll am Start. Ja, ein bisschen Verkehr. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt hier nicht gewinnen, ist es ja auch nicht schlimm. Das werden wir schon noch zum Siegerfahrzeug aufbauen. Ja, an der Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken, auf jeden Fall. Ich habe es zwar gestern schon in der Folge gesagt, aber möchte auch an der Stelle nochmal gleich tun. Für wirklich euren Support hier auf dem Kanal, dass ihr wirklich dieses Let's Play so extrem geil angenommen habt. Dass ihr wirklich Spaß habt, dass ihr da Feedback auch gibt. Und ja, das macht wirklich richtig, richtig Laune. Nicht nur das Spiel macht richtig, richtig Laune, sondern auch diese ganzen Let's Play-Folgen zu machen. Und ich bin ja jemand, der ja schon immer wieder betont hat, für mich ist eine Let's Play-Folge nicht dann vorbei, wenn ich quasi aufgenommen habe, das Video geschnitten und hochgeladen habe, / veröffentlicht habe, sondern für mich ist es nur die eine Hälfte dieser ganzen Sache. Für mich gehört nämlich dann eben die Kommentare zu lesen, zum Teil auch zu beantworten, also quasi das Feedback aus der Community mitzunehmen zu jeder einzelnen Folge halt dazu. Und das kann ich halt natürlich immer erst dann machen, ein bisschen verzögert. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich nehme ja immer 1, 2, 3 Folgen am Stück auf und kann dann natürlich erst meistens an einem Tag danach erst auf das Feedback des vorherigen Tages eingehen. Und deswegen, ja, ich kann einfach nochmal sagen, mega geil, es macht so viel Spaß hier diesen Pixelhelden-Kanal natürlich mit meinen Kumpels zu betreiben, aber vor allem mit euch zu betreiben. Ihr zeichnet ja auch diesen Kanal auch aus. Klar, wir als Let's Player auch, aber halt eben ihr als Community und deswegen mega. Find's mega, richtig, richtig cool. Und macht mir einfach mega Spaß, auch eben, dass ihr halt das Community-Format TWIF, das Let's Play-Format TWIF, das Autowunsch-Format so gut angekommen ist direkt. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Gleich so richtig viele Einsendungen reingegangen. Also wirklich der Hammer. Und ja, was auch der Hammer ist, mit dem Serien-Golf Air prohnen wir erstmal die ganzen Leute ja weg. Und wir müssten, glaube ich, sogar auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad sein. Also läuft, würde ich sagen. Das läuft, würde ich doch schon mal sagen. Da müssen wir ja gar nichts dran ändern. Da fahren wir jetzt die ganze Folge mit dem Serien-Golf. Nein, warten wir natürlich nicht. Wir werden den nochmal ein bisschen tunen. Ja, da ziehen wir erstmal einen schönen Depp. Bam. So. Ich habe gestern schon im Stream gefragt, ist der überhaupt noch im Trend? Oder ist es schon wieder vorbei? Weil die Trends gehen ja relativ schnell mal vorbei. Und Depp ist jetzt eigentlich auch schon wieder, ist ja schon über ein Jahr alt, oder? Eigentlich. Aber, naja. Egal. Jetzt habe ich ihn halt drin. So, wir haben eine Drucklufttube. Habe ich das richtig gelesen? Oh, guck mal, den Renault Williams. Den Renault Clio Williams könnten wir in der nächsten Stufe freischalten. Das ist natürlich auch ein schönes Auto, ein schönes Kfz. Und wir können das Ballett-Emote. Jawohl! Habe ich schon immer gebraucht. Es fehlt eigentlich nur so ein Ballett-Tütü. Die Straßenszene geht in die letzte Runde. Jetzt wird noch einmal kräftig aussortiert. Und danach kommt was mächtig Großes. Oh, das wäre ja geil, das große Rennen. Also, wir haben ja schon ein großes Rennen gemacht eben. Aber wenn wir in der Straßenrennen sehen, haben wir es ja noch nicht freigeschaltet. Vielleicht schaffen wir das in der heutigen Folge noch. Jetzt gehen wir ganz, ganz, ganz fix zum Festival. Und dann gucken wir mal, was wir hier so tunen können. Ob wir aus dem Golf wirklich einen bösen Golf machen können. Und da gehen wir jetzt zu Upgrades. Und ja, der gehört ja zu den Upgrade-Helden. Und es gibt ein Rocket-Bunny-Kit. Okay. Ja, können wir schon machen, oder?
Aber wir machen das einzeln dran und vor allem mache ich nicht diese komischen goldenen Felgen, die goldenen Felgen dran. So, ja, gehen wir da mal ganz rechts. Was können wir denn machen? Motortechnisch können wir einen 1,6 Liter rein, 4-Zylinder Turbo Rally. Das machen wir jetzt mal nicht. Wir könnten auf einen Heckantrieb gehen. Cooler hätte ich das gefunden, wenn man hier auch Front wählen könnte. Also typisch so Golf-Frontantrieb. Aber gut, bleiben wir beim Allrad sowieso. Und machen mal das Rocket Bunny dran. Natürlich wieder alles Geschmackssache, aber wir wollen ja jetzt auch eine richtig schöne Tuning-Kiste haben. Und ja, wir machen natürlich das hier so. Was haben wir hier noch? Ist bestimmt oben wieder. Ja, ach was, es gibt Blaulicht beim Golf. Ne. Wie krass geil ist denn das? Das heißt, wir könnten ein Golf-Polizeiauto machen. Und ja, um das nochmal zu beantworten, wir werden definitiv Cops vs. Racer spielen. Wir haben so viele Fahrzeuge jetzt mit Blaulicht. Das ist ja mega cool. Das ist ja mega cool. Das feiere ich schon so ein bisschen. So, nehmen wir mal die beschrifteten Reifen, würde ich sagen. Und dann Reifenbreite. Ja, gehen wir volle Hütte, oder? 285 vorne und hinten machen wir auch 285. Felgen. Ich muss sagen, die Standard-Golf-Felgen, die gefallen mir schon ganz gut. Aber wir wollen natürlich ein bisschen Tunen in den Car haben. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen, welche schauen da ganz cool aus. Die hätten eigentlich was. Und ja, es sind ADB One. Aber ich finde, die sehen schon richtig gut aus. Wobei die BBS hätten auch was. Boah, die BBS hätten aber auch was. Ne? Die hier oder die hier? Ich meine, BBS wäre schon cool. So ein bisschen Oldschool-Style, BBS-Felgen. Ja, komm, machen wir. BBS mach ich jetzt drauf. Felgengröße lassen wir eigentlich. Also 20 Zoll könnte man zwar machen, aber ein bisschen zu viel, oder? Bei. Nee, doch, ich glaube, 20 ist echt zu viel. Nee, wir lassen es so. Das ist cool. Auch gerade mit der Beschriftung, dann passt es. Gut, dann machen wir weiter. Bauen wir da mal alles ein. Alles, was irgendwie einstellbar ist, Antriebswelle und so weiter und so fort. Da machen wir jetzt kein Hexenwerk draus. Und auch natürlich ganze Bremsanlagen und so weiter. Wir könnten jetzt auch einen Driftdämpfer und so weiter einbauen. Da könnte er auch driften, aber nee, machen wir jetzt mal nicht. Wir machen, glaube ich, ganz normal. Also, wir wollen ja Rennen fahren. Driften wird auch noch kommen, keine Sorge. Wir werden auf jeden Fall auch mal einen Drifter aufbauen. Nehmen wir mal die Verstärkung rein und Gewicht machen wir. Ach komm, machen wir einfach. Machen wir einfach. Und eigentlich könnten wir schon fast versuchen hier. Naja, Vollaufbau will ich vielleicht jetzt nicht unbedingt machen, wobei. Wir könnten schon probieren, relativ viel zu machen. Hubraum mal auf einen 2,3 Liter Turbolader reinprügeln. Ja, aber ich glaube, da sind wir schon ein bisschen zu krass unterwegs, oder? Machen wir den Hubraum nochmal zurück. Und dann machen wir Turbo rein und dann sollte das passen. Vielleicht noch die Schwungscheibe. Also nicht ganz Maximalaufbau. Oder wir lassen es einfach LI 850. Das ist ein schöner Wert. Das passt schon. Lassen wir mal die Schwungscheibe weg. Und dann übernehmen wir das so. Einstellungen installieren. Jawohl. 62.000 und ein paar zerquetschte Credits. Also ja, kann man so machen. Und jetzt brauchen wir natürlich noch eine schöne Optik. Blau könnten wir zwar lassen, aber ich weiß nicht, was gibt es denn hier für Designs? So ein weißes wäre natürlich auch nicht schlecht. Hier hatte jemand schon so ein Polizeidesign gemacht. Harlequin wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber nee, machen wir jetzt mal nicht. Jetzt echt immer überlegen, wie lackieren wir den am besten? Also, wir haben ein Rot noch. Schwarz. Sowas. Ah, weiß nicht. Weiß ich nicht. Was gibt's denn da sonst noch so für Farben? Grün? Hm. Weiß, so ein Orange wäre, glaube ich, geil. So halbglänzend. Pass mal auf. Die Grundfarbe lassen wir. Die Sekundärfarbe machen wir so ein. Das hätte schon irgendwie was, ne? So, ein bisschen heller. Mal gucken. Oder mehr in die rote Richtung? Nee, machen wir eher so. Das wäre jetzt orange. Machen wir das mal so. Ein bisschen experimentieren, einfach mal was anderes versuchen. Jetzt müssen wir aber die Grundfarbe doch nochmal ein bisschen anpassen. Vielleicht eher noch eine kräftige Farbe geben.
Ja, aber finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Ist halt mal was anderes, ne? Also es ist einfach mal versucht, was anderes zu machen. Oder was man noch probieren könnte, wir einen ganz anderen Farbton mit dazu nehmen. Ja, das scheppert richtig. Pink. Pink ist natürlich auch immer gut. So rot einfach. So ein Rotton. Hätte auch was, ne? So rot mit diesem Orange kombiniert. Ja, komm. Das ist mal eine ganz spezielle Farbe. Das lassen wir. Okay, Spiel können wir nicht. Spoiler können wir. Spoiler könnten wir ändern. Komm, dann machen wir doch mal hier einen. Einen matten schwarzen Spoiler hinten hin. So. Jawohl. Und Felgen machen wir auch. Andere Farben, Spezialfarbe. Ich auch sagen, dann machen wir mal halbglänzend. Und dann machen wir dann auch eher so ein dunkles Anthrazit. Ja, das kann man doch mal machen. So, ja, könnt ihr aber gerne das Feedback schreiben, wie ihr die Farbe findet. Das ist nur ein Experiment, ja. Ich sage jetzt nicht, boah, geil, würde ich auf mein privates Auto auch drauf klatschen, aber für so eine Tuning-Kiste, so, weißt du, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt so ein Rocket Bunny an mein Golf und stelle den auf irgendeine Automesse aus. Ich meine, da versucht man ja immer auch mal so ein bisschen verrückte Farben zu machen. Und irgendwie, ich finde, die Farbe scheppert schon so ein bisschen, oder? Also jetzt auf den ersten Blick, jetzt hier in der Vorschau nicht so. Die Vorschau sind ja immer so halbglänzend, aber jetzt so mit diesem halbmatten Dings finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Würde ich mal sagen, gehen wir mal raus, gucken uns das mal an, wie es draußen ausschaut. Da regnet es bestimmt jetzt wieder. Ne, ist gerade Abend, aber trotzdem. Ja, ist doch mal was anderes, oder? Wow. Wow. Ich glaube, da können wir ja gerade mal gucken. Ja gut, dann machen wir nochmal. Oh, jetzt muss ich die Filter wieder ändern. Ist ja auch beschissen. Dann machen wir nochmal Straßenszene. Und wo müssen wir denn hin? Da müssen wir ein bisschen fahren. Aber dann fahren wir doch mal da hoch. Da sind nämlich gleich zwei. Wobei, da oben sind auch gleich zwei. Können wir auch eigentlich hier hinfahren. Das passt schon. Na, gucken wir mal. Ja, durch die breiten Reifen, durch die Semislick-Mischung und so weiter geht er natürlich gut ab. Ich habe jetzt nichts im Feintuning geändert, aber es scheint schon mal trotzdem ganz gut zu funktionieren. Wobei, hier und da so ein bisschen noch gefährlich eingestellt. Okay, passt. Oh, da kommt wieder Verkehr entgegen. Ja. Ja, also im Solo-Modus durch die drei Vatare, die dann rumfahren, ist auf jeden Fall deutlich mehr los auf der Straße. Mal gucken, Blitzerzone. Ich glaube, da werden wir jetzt keinen Rekord aufstellen mit dem Golf, aber. Da fehlen mir jetzt sogar Grip. Ja, okay, jetzt fliegen wir sogar ab. Ja, der hat hier und da hat auf einmal einen Haftungsabriss. Also verliert er ein bisschen und er dreht sich ein bisschen zu krass ein, finde ich. Der gute Golf, deswegen müssen wir den, glaube ich, mal ganz kurz ein bisschen anpassen, jetzt doch noch. Aber nur ein wenig. Das Getriebe lassen wir mal. Hier machen wir auf jeden Fall das Ganze so. Sturz brauchen wir nicht hinten nicht ganz so krass. Und ja, Stabi machen wir hinten mal ein bisschen weicher.
Vorne auch ein bisschen, aber hinten im Verhältnis ein bisschen mehr. Das passt alles. Ja, ein bisschen tiefer können wir nochmal legen. Und ja, das passt eigentlich alles erstmal. Okay, vorne haben wir Anpressdruck, hinten nicht. Okay, das würde auch einiges erklären. Dann machen wir das mal hier runter. Und Diff können wir eigentlich ganz gut lassen von der Sperre her. Und wir machen mal ein bisschen noch was auf die Hinterachse. Das passt dann schon. So, dann gucken wir doch mal, wie wir das Rennen jetzt mit dem Aufgebauten so bestreiten können. In dieser ganz, ganz speziellen Wagenfarbe. Ja, ich find's hat was. Hat nicht jeder. Sagen wir es einfach mal so. Und dann starten wir das Ganze. Dann gucken wir mal. Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen andere Konkurrenten. Hier ein Huracan zum Beispiel fährt mit. So, das beste englische Wetter haben wir wieder mitgebracht. Oh, das war jetzt nicht so gut gefahren. Er kommt da runter auf den Asphalt wieder. Wenn es nämlich regnet und man kommt da neben die Strecke, das ist ganz schön eine Schlitterpartie. Ja, man merkt im Golf halt schon an, dass er einen relativ kurzen Radstand hat. Oder einen kürzeren. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber im Großen und Ganzen fährt er sich ganz solide. Klar, man müsste jetzt im Feintuning schon nochmal die ein oder andere Änderung vornehmen. Aber ihr seht ja, der stellt sich eigentlich ganz gut an. Es ist ein bisschen schwierig hier vorbeizugehen, aber jetzt hier vielleicht so Linie kreuzen und dann innen rein durch. Das gefällt mir schon mal ganz gut eigentlich. Die Serie hat ja schon gut abgeschnitten, aber dort hat mich so ein bisschen untersteuern gestört. Das hat man hier jetzt gar nicht mehr. Oder was heißt gar nicht, halt nicht mehr so extrem. Das Einlenkverhalten ist jetzt halt wirklich richtig heftig. Liegt natürlich auch an den Reifen, an dem Breitbau und allem. Muss nur ein bisschen in schnellen Kurven muss man ein bisschen aufpassen. Aber dadurch, dass ich jetzt vorne ein bisschen den Anpressdruck, den aerodynamischen weggenommen habe, ist das Verhältnis wieder ein bisschen besser, weil hinten hat der aerodynamische Anpressdruck gefehlt. Das ist zwar eine schöne Lippe da hinten, schönes Ducktail da oben drauf, aber ja, Anpressdruck bringt es halt leider in Forza keinen. Und gerade beim so einem Fahrzeug schadet es schon manchmal nicht, wenn da ein bisschen Anpressdruck wäre, aber ich werde tunlichst nicht den Forza-Spoiler drauf machen da hinten. So, das haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft, sehr gut. Ja, da brauchen wir aber noch ein bisschen, um da aufzusteigen. Vielleicht schaffen wir es die Folge nicht mehr, aber wir können ja nochmal das nächste Rennen hier mal angehen. Gucken, ein bisschen die Straßenszene. Unsicher machen. Ja, der zieht schon gut durch. Muss ich schon sagen, der zieht schon ganz gut durch.
Ja, stimmt, Fähigkeitspunkte können wir eigentlich auch mal verteilen hier. So, was haben wir hier noch? Die Leute lieben dein Auto, erhalte einen dauerhaften Erhöhung deines erhaltenen Einflusses. Ja, können wir ja mal machen. Kostet ja nichts. Die unteren, die drei Punkte können wir ausgeben. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, im Golf gibt es jetzt auch gar nicht so viel. Das ist auch mal interessant. Ne? Je nach Fahrzeug gibt es halt unterschiedlich viele Fähigkeitspunkte, die man verteilen kann. Jetzt beim 7er Golf haltet sich in Grenzen. Dann sind wir gleich da. Das sieht schon herrlich aus, oder? Da hinten. Die Burg angeleuchtet. Also gerade Lichtstimmung ist schon nochmal im vierten Teil einiges geiler geworden. Muss ich einfach sagen. Die ganzen Lichter der Fahrzeuge, wie gesagt. Jetzt noch ein Blinker. Wenn man jetzt hier noch so blinken könnte. Ah, das würde so herrlich aussehen. Ja, vielleicht kommt es ja noch. Es wäre ja geil, wenn sie das noch irgendwie nachpatchen würden. Aber gut, für jedes Auto halt will ich die Blinker noch dann animieren und so. Ist vielleicht dann ein bisschen zu viel verlangt, aber ja, es ist nur ein Gimmick, ich weiß, aber irgendwie wäre es trotzdem ganz cool. Ich meine, was halt an so einem Golf halt auch immer gut aussieht, farbentechnisch, ist halt wirklich so ein dunkles Anthrazitgrau. Wirkt, finde ich, immer ganz gut beim Golf. Wie gesagt, weiß, ja, schwierig. Sieht, finde ich, beim Polo ein bisschen besser aus, und so eine weiße Farbe, also ein bisschen so ein Rallye-Gene. Fuck. Ja, das war jetzt blöd. Müssen wir jetzt wirklich Offroad fahren, müssen wir mich jetzt verkackeiern? Okay, ist gleich wieder die Straße. Glück gehabt. Dacht schon. Aber ja, Farbe macht viel aus beim Fahrzeug, muss man wirklich sagen. Und, aber ich wollte jetzt, wie gesagt, hier einfach mal was anderes probieren. Bin mal wirklich gespannt auf euer Feedback. Wie ich ja eingangs der Folge erwähnt habe, das gehört für mich genauso noch zu den Folgen dazu, eben eure Kommentare, euer Feedback zu lesen. Zwar ein bisschen zu schnell da rein, aber muss ja auch ein bisschen mal was riskieren. Und ich behaupte, der Golf kann ja schneller durch Kurven fahren als der Huracan da vorne. Ganz klar. Aber das ist ein richtig böser Golf hier. Ja, aber gewinnen tun wir jetzt nicht mehr. Ja, immer dieser Letzte. Ich bin irgendwie oftmals der ewige Zweite. Wobei, hätte ich, glaube ich, diesen Unfall nicht gehabt, hätte es vielleicht klappen können. Aber es heißt drum. Ich glaube trotzdem auf diesem Schwierigkeitsgrad kriegt man auch mit einem zweiten Platz sehr, sehr, sehr gut Kohle rein. Ja, und Kohle können wir auf jeden Fall gebrauchen. Also Geld, Credits, nicht Kohle. Ich will jetzt ja kein Feuer machen. Weißt du, Grillen, ja, so Kohlegrill und so, kann schon was. Ja, also ich glaube, wir werden die 9. Stufe nicht mehr freischalten. Ich glaube auch, dass wir die 10. Stufe auch erreichen müssen, um dieses große Finalrennen zu bekommen. Aber das können wir ja dann irgendwann anders machen. Ja, es rennt ja alles gar nicht weg. Habe ja schon mal gesagt, ich nehme ja die Zeit, auch mal eine Herbstmütze aufzuziehen. Ach, würde ja jetzt passen zur aktuellen Jahreszeit, die wir hier haben. Aber naja, gut. So, ein Rennen können wir auf jeden Fall noch machen, würde ich sagen. Das ziehen wir noch durch. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge, ey. Wahnsinn. Und was ich jetzt noch machen werde, ist den ersten Gang ein bisschen kürzer. Ich glaube, der könnte nämlich ein bisschen schneller starten, wenn der erste Gang ein bisschen kürzer wäre. Oder allgemein, glaube ich, könnte man den bisschen, das Auto ein bisschen kürzer übersetzen, oder? Wir können ja dann hier hinten nochmal den letzten ein bisschen länger machen. Aber ich glaube, der würde besser starten, wenn er ein bisschen kürzer wäre. Probieren wir das gerade mal aus. Ja, passt schon. Würde ich sagen, passt schon.
Ah, und der Blick aufs Meer. Bisschen viel Sonne eher, aber trotzdem. Das hat so ein bisschen Go-Kart-Feeling auch. Das Fahrzeug, auch wenn es ein bisschen sehr frontlastig sich noch fährt, obwohl wir jetzt ein bisschen die Verteilung nach hinten gelegt haben, fährt sich trotzdem noch sehr, sehr frontlastig, das Fahrzeug. Aber finde ich gar nicht schlimm, weil es ist ein Golf. Und ja, der normale Golf ist ja auch Frontantrieb und kein Allrad. Deswegen finde ich, es ist vollkommen in Ordnung, dass er sich ein bisschen frontlastig fährt. Aber auch hier wieder geile Landstraßen. Das macht echt Spaß, diese Landstraßen entlang zu ballern. Und ich bin nach wie vor der Meinung, es war eine gute Entscheidung, dass ich Großbritannien genommen habe. Auch wenn einige Leute das nicht so sehen. Ich finde, damals habe ich das schon für richtig empfunden und ich finde es immer noch für richtig. Und man muss es nicht immer mit dem Real Life vergleichen, weil in Real Life wirst du natürlich so nicht durch Großbritannien fahren können. Weil, wie viele schon gesagt haben, ist immer scheiß Wetter oder oftmals schlechtes Wetter. Die Straßen sind in Real Life auch nochmal ein bisschen enger. Aber das muss ja alles jetzt hier gar nicht uns interessieren. Denn wir haben hier sehr viel schönes Wetter. Ja? Nee, ich finde, England oder Großbritannien hat echt richtig schöne Landstriche. Gerade Schottland auch. Und deswegen, und es geht ja auch nicht nur darum, wie die Autokultur da so in echt ist, sondern es geht ja auch darum, wie die Landstriche aussehen. Und ja, in dem Spiel ist ja auch immer nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, jetzt nimmst du mal Deutschland. Deutschland hat auch richtig geile Landstraßen, aber halt auch richtige Scheißgebiete. Also, das ist mal so richtig knallhart zu sagen. Deswegen, und so ist es halt auch bei England. Es gibt halt nicht so coole und es gibt coole Gebiete. Und bevor wir das letzte Rennen jetzt machen, ich bin ziemlich sicher, dass da irgendwo noch ein Schild ist, bestimmt. Ich fahre da einfach mal hin, vielleicht deckt ja die Karte irgendwas auf. Diese verlassenen Häuschen, aber nee, scheinbar nicht. Egal, wir fahren das Rennen jetzt und dann sind wir, wie gesagt, schon wieder raus. Eigentlich sind wir schon wieder drüber. Also mit der halben Stunde Folge halte ich mich nicht so ganz dran, aber ich glaube, ihr findet es nicht ganz so schlimm, wenn es dann mal 35 Minuten oder so wären. So, dann ziehen wir das jetzt nochmal durch hier am Ende. Und dann war es das auch schon wieder mit der Folge, aber das soll natürlich heute nicht die letzte Folge gewesen sein. Ihr könnt euch auf jeden Fall nochmal auf eine weitere Folge freuen. Und da kommt, ja, auch was ganz Tolles. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es einigen gefallen wird, was da kommt in der nächsten Folge. Also lasst euch mal gerne überraschen. Lasst euch überraschen. Jetzt am Start haben die ganz schön gut weggezogen. Ganze Supersportwagen hier. Aber diese ganzen 90-Grad-Kurven sind wie gemacht für den Golf, ey. Der lenkt super geil ein, durch ein Allrad einfach drauf treten und wieder raus beschleunigen. Und da wir eine extreme Gewichtsreduzierung hier dran geknallt haben, funktioniert das auch wunderbar. Aber gerade weil wir die dran geknallt haben, werden wir, wenn wir irgendwas umholzen, mega ausgebremst. So, dann versuchen wir doch mal hier den Ferrari zu bekommen. Aber der hat topspeed-technisch ein bisschen Vorteile, wie man gerade feststellt. Da jetzt wieder so eine 90-Grad-Kurve, gerade innen reingesetzt und zack aufs Gas. Vorbei sind wir. Also, ist ja eine richtige Geheimwaffe für diese Straßenrennen, ey. Ja, Tuning gebe ich euch frei, auch wenn ich ehrlich bin. Boah, jetzt nehme ich schon wieder so einen Zaun mit, das gibt's doch nicht. Auch wenn ich ehrlich bin, so hundertprozentig mit dem Tuning bin ich nicht zufrieden. Da müssen wir schon nochmal ein bisschen am Feintuning was verändern. Aber grundlegend funktioniert der Aufbau. Die Teile, die eingebaut sind, die funktionieren auf jeden Fall. Und das ist ja schon mal eine gute Sache.
Ah, so geile Straßen einfach. Das macht einfach Laune, lang zu ballern. Jo, und wir gewinnen das letzte Rennen. Sehr schön, so muss das. Und dann machen wir nochmal 20.000 Credits aufs Konto drauf. Ja, und wir nähern uns an die nächsten Stufen. Gut, Leute, aber wir sind jetzt trotzdem raus. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und auch an die ganzen Golf-Fans da draußen. Ja, ihr könnt ja gerne mal Feedback da lassen, wie ihr diesen Aufbau so findet. Gut, Rocket Bunny, wie gesagt, das ist so eine eigene Geschichte, ob man das jetzt feiert oder nicht. Aber ja, ansonsten halt mit der Farbe und alles. Ich finde, die kickt schon so, also auf ihre Weise. Gut. Aber ich bin jetzt trotzdem raus. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Mal hier in Horizon 4. Ciao!